Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Medieval 2 Total War. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit der imperialen Kampagne des Deutschen Ordens. Und ich verschaffe mir heute, bevor es losgeht, ausnahmsweise mal einen Überblick, was ich alles so zu tun habe, offscreen. Ich kann aber jetzt schon mal so ein bisschen meine Taktik erläutern, was ich mir überlegt habe. Und zwar, wir wissen ja, Polen, unser Hauptkriegsgegner momentan mit Dänemark zusammen, die haben hier Städte, die für uns im Zugriff eigentlich relativ leicht sind. Ich schlage aber fast vor momentan, dass wir uns hier um dieses Viereck kümmern, das hier so, ne, diese Raute, könnte man fast sagen, die hier liegt. Das bietet uns die Möglichkeit, also hier, das sind nämlich 5 Städte auf einem relativ engen Raum zusammen, wovon diese zumindest sehr gut ausgebaut sein muss. Bei der hier weiß ich noch nicht, da müssen wir mal gucken. Aber Plock auf jeden Fall ein guter Hebel, um da zuzuschlagen und dann nach Osten hin alles abzuräumen erstmal. Und dann haben wir unsere Front hier ein bisschen verschmälert. Und dann können wir uns hier um die anderen Städte Polens kümmern, also um diese Raute hier vielleicht sogar. Vielleicht lassen wir die Stadt sogar weg und nehmen uns erst nur die 3 hier im Dreieck oder so. Müssen wir nochmal gucken. In jedem Falle haben wir dann den Vorteil, dass wir lange nur eine sehr kleine Grenze mit dem Heiligen Römischen Reich haben. Und vielleicht kümmern die sich auch erst um Köslin. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich werden sie es nicht machen. Ja, sicherlich werden sie mir bald den Krieg erklären, aber gut, wer weiß. Da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was tun, aber das erstmal schon so ein bisschen als taktische Grundlegung, was wir jetzt auf jeden Fall anstreben werden. Und natürlich, und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Hauptaufgabe hier, die Belagerung von Narva, um die wollen wir uns auf jeden Fall auch kümmern, nachdem wir im letzten Teil auch, oder im vorletzten Teil vielleicht sogar schon hier oben, eine weitere Siedlung in Tosno eingenommen haben. Ja, wir reparieren ja hier auch fleißig und bauen direkt die Straße weiter aus und so. Das ist sicherlich eine gute Sache. Wir wollen jetzt natürlich möglichst schnell weiter vorstoßen, um Dänemark hier wieder ins Wasser zu werfen, da wo sie hergekommen sind. Und vielleicht werden wir sogar noch hier eine kleine Expansion, ein kleines Expansionsprojekt Richtung Süden favorisieren in Kalmar, um da noch zu schauen, was wir da noch so an dänischen Städten finden. Ja. Soweit erstmal dazu. Ich mache mir jetzt mal ganz kurz einen Überblick, was alles getan werden muss. Dann bin ich sofort wieder da. Ja, ich habe mal gerade so ein paar Agenten bewegt. Das war jetzt erstmal nichts Spektakuläres. Als kann ich helfen, mein Herr? Erstes ja, habe ich hier 2 Agenten. Den einen schicken wir mal hier hoch. Es ist mir eine Ehre, Herr. Warum läufst du sofort hier runter? Das müssen wir gleich mal noch gucken. Können wir hier den Burschen vielleicht bestechen? Eure Frage ist so klar. Das machen wir sogar. War das alles? Gut. Dann lebt wohl. Dann fehlt ihm da jetzt schon mal zumindest ein bisschen was von seiner Armee. Sofort. Und wir sehen, da sind 2 Fullstacks in Reval. Ja, Herr. Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach. Stehe zu Dienst. Ich freue mich auf den Kampf. Okay, das heißt also für uns, er produziert noch Truppen in Reval. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Wir können Narva also angreifen. Und nächste Runde überrennen. Du bist mit uns, Männer! Auf in die Schlacht! Ja, mein König, belagere den Feind. Die Belagerungsarmee, das ist so schon mal gut. Diese Armee hier ist bereits fertig. Wir müssten also gucken, dass wir hier vielleicht die Knechte. Können wir die in Pleskau fortbilden? Ne, können wir natürlich nicht, ne? Können wir natürlich nicht. Haben wir irgendwelche anderen Truppen, die wir hier fortbilden können? Nein, haben wir auch nicht. Wo können wir denn die Knechte fortbilden? Müssen wir mal noch nach ein paar geeigneten Städten suchen. Novgorod geht natürlich auch nicht, ne? Ich halte es jetzt auch für unsinnig, hier oben weitere. Artillerie zu bauen. Es ergibt, glaube ich, wenig Sinn. Das sind 75, ne? Das heißt, es müsste also hinhauen, wenn wir die mergen, dass wir dann noch eine zusätzliche Einheit frei gewinnen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Und wir könnten jetzt auf einmal hingehen und diese Truppen bei Reval angreifen. Dann müssten wir aber mit 2 Fullstacks hier rum agieren. Das ist schon ziemlich viel, ne? Irgendjemand hämmert hier gerade.
Ich glaube, da klopft jemand Schnitzel oder so. Also ich hoffe es zumindest, weil ansonsten ist es echt talentfreies Hämmern. Was haben wir noch hier? Wir haben hier die Bogengeschützen. Wir haben die Schwertbrüder und so. Das sind eigentlich überwiegend Truppen, die in einer Stadt fortgebildet werden sollten. Eure Befehle? In einer Burg wie Dünaburg zum Beispiel. Da sollte man sowas fortbilden. Mein König. Dann befinde ich mich in der Verlegenheitssituation, dass ich das irgendwie aufteilen muss. Moment. Es sieht gerade so aus, als wären wir wieder da. Zumindest geht die Aufnahme jetzt weiter. Ich weiß nicht, ob das vorher irgendwie schon aufgenommen hat. Falls ja, dann... ja, weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Okay. Also wir machen Folgendes. Die Jungs, die schickst du mir gerade hier hin. Und dann kannst du den Bengel mal gerade hier hin verfrachten. Natürlich. Wie lautet euer Befehl? Ich schätze nämlich die 75 Mann bitte da rein. Wir werden niemals aufgeben. Ja, ich weiß nicht. Ach komm, das sind nur leichte Kavallerie. Das geht. Ach so, und da unten ist noch eine Rebellenarmee, ne? Mhm. Kommt doch einfach näher. Ja. Komm, pack die auch noch dazu. Natürlich. Bilden eine Streitmacht. Wie lautet euer Befehl? Ja, ich meine, das sind jetzt keine super wertvollen Truppen, ne? Die wir irgendwie unbedingt aufheben müssten, oder? Mein König! Eure Majestät! Nicht, die Armbrustschützen und so, die nehmen wir vielleicht noch mit, ne? Männer, marschiert! Ich sorge dafür, dass ihr so, und der Rest. Der geht dann runter nach Dünaburg oder so, ne? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ich glaube, so können wir das hier machen. Eure Befehle? Dann gehst du hier hoch. Abrücken! Führen die Armeen zusammen! Dann haben wir uns da wieder ein bisschen geschickter aufgestellt, glaube ich. Hier haben wir noch ein Regiment Pikeniere. Ja, Kapitän. Das brauchen wir. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Dann ist die Frage, lauf du doch mal gerade hier hin. Natürlich. Eure Befehle? Ja. Eure Befehle? Wir nehmen mal die Regimenter aus Natürlich. Kalmar mit. Bilden eine Streitmacht, mein König. Abrücken! Verbinden die Truppen! Ja! Oh, stopp! Genau, lauf mal bitte. Natürlich! Hierhin! Hält Wachen auf! Wir machen hier Rast, Männer! Ja, bauen wir mal einen Wachturm dahin. Wenn wir schon. Ach, guck mal da! Wenn wir schon da sind, da haben wir die freie Auswahl. Cool! Es ist eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Das sind recht viele Einheiten. Das ist nicht so schön. Ja. Ja. Muss mal gucken. Vielleicht muss ich das hier noch ein bisschen anders machen, wenn der, je nachdem, wenn der uns da oben angreift, das kann natürlich sein. Ne? Aber ist okay. Ich glaube, das da können wir so lassen. Wir schauen mal. Nee, mit dir will ich nichts machen. Ich hatte doch irgendwo. Hier, da habe ich noch Truppen. In Smolensk. Mein König! Ja, mein König! Eure Befehle? Ich guck mal gerade, kann ich die rausnehmen? Natürlich! Gut. Ja! Mein König! Dann schick den mal hier runter. Ja. Eure Befehle? Ja. Die lösen wir mal auf. Wie lautet euer Befehl? Und du? Wo läufst du denn hin? Wo schicke ich den Knaben hin? Hier rüber nach Lida. Wir marschieren morgen weiter. Wo wir
noch ein paar Truppen rekrutieren werden. Es ist mir eine Ehre, die euch Armee zu aus Rudna. Eure Befehle? Setzen wir hier noch nicht ein. Ja, ich brauche unbedingt Armbrustschützen oder so, ne? Das ist echt schon nicht genug, was ich da an Regimentern habe. Moment mal kurz. Ich verschaffe mir gerade nochmal einen Überblick. Ja, kleine Idee jetzt mal auf jeden Fall. Was hier jetzt definitiv ja sein könnte, ist, dass sich eine der Fullstack-Armeen hier nach Süden bewegt. Ja, eure Befehle? Abrücken! Wohingegen, ja, eine andere auch ansonsten noch nach Narva aufbrechen könnte, ne? Das ist natürlich noch ein wichtiger Punkt. Spione rekrutieren wir hier oben jetzt definitiv mal nicht mehr. Gebäude habe ich auch in Teilen schon errichtet. In manchen Städten. Wir müssen noch gucken, dass wir Regimenter rekrutieren, ne? Infanterie ist immer super. Christusritter sind immer... Entschuldigung, Halbbrüder als Ritter sind okay. Schwere Kavallerie ist halt schon... geiler Scheiß. So. Und jetzt schauen wir mal. Das wäre auf jeden Fall so die erste Armee, um die wir uns jetzt kümmern sollten, ne? Weil unser Ziel ist es ja, Plock anzugreifen. Das heißt, wir nehmen auch Truppen aus Danzig mit. Ja, der Vicarus, der Gnadenlose, der ist halt gut, ne? Das ist unser Polenschlechter auf jeden Fall. Wenn ich den angreifen, dann muss ich mich hier hinstellen. Dann machen wir das schon mal. Eure Befehle, mein König. Gib's ihm mal gerade die Regimenter mit und dann greifen wir an und er wird sich natürlich zurückziehen. So, der nächste Angriff folgt direkt hier. Eure Befehle, mein König. Männer, mach's! Euer Wille geschehe. Bilde eine Furcht ein. Also was ist da? Da ist ein Katapult und eine Ballista dabei. Da ist sogar ein General drin. Oh, ich glaube, ich habe gerade zu laut gesprochen die ganze Zeit, weil mein Mikro zu dicht an meinem Mund war. Das bitte ich dann zu entschuldigen, genauso wie den Rempler am Mikro jetzt gerade eben. Ich will gute Sicht haben. Also als würde man in Großbritannien kämpfen, ne? So. Ich würde sagen, wir laufen vom Berg aus los. Weil ich meine, warum nicht einen Hügelvorteil mitnehmen, wenn man den haben kann, ne? Ich fasse den nochmal zusammen. So, wir gucken mal. Langt offenbar, wenn wir hier rüber gehen. Jetzt kommen wir auch nochmal in einer etwas höheren Geschwindigkeit. Da habe ich auch eben hier was gesehen. Da. So, die Kavallerie ziehen wir mal auf die Flanke rüber. Katapulte!
stellen uns hier unten mal leicht in die Senke rein. Und versuchen mal mit dem General schon so auf der Flanke vorbeizuziehen. Stopp. Vielleicht doch nochmal gerade Kommando zurück. Mit den Brandpfeilen arbeiten. Er trifft wohl einen Teil unserer Truppen hier mit seinem Katapult. Ach, ich muss natürlich hier stoppen, ne? So, da hinten greifen wir seinen General an. Wir werden auf jeden Fall mal seinen Katapult attackieren. Er hat unseren General abgefangen, okay. Sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Na, wir haben echt ein paar, echt schon viele Männer verloren, ne? Insbesondere bei der Generalsleibwache, weil die einfach festhängt, ne? Der feindlichen Streitmacht ist übrig. So, ich versuche ihn jetzt hier mal gerade ein bisschen zu fangen, nachdem er hier wunderbar unsere ganzen Truppen abschlachtet. Der feindliche General, dieser Feigling, flieht! Unsere Männer haben den feindlichen General gefangen. Das ist gut, auf jeden Fall. Er ist natürlich auch taktisch nicht so klug, mit der Kavallerie hier im Wald zu agieren. Ja, der war da auch noch mit der... war da auch noch mit der Katapultinfanterie mit dabei. Mit der Ballisteninfanterie, Entschuldigung. Gut, aber insgesamt glaube ich, ist es okay. Vom Ergebnis. Ja, die Artillerie hat ganz gut reingehauen bei ihm. Die KI trifft halt mit den Katapulten im Gegensatz zu uns, ne? So, wer haut denn da jetzt ab? Also, aber das ist nur einer, ne? Vielleicht erwischen wir den noch, aber ich glaube nicht. Alle zivilisierten Völker werden ja beeindruckt sein von dem. Okay. Man muss nicht wirklich beeindruckt sein. Ja, ich werde hier definitiv keine Truppen in meinem Leben lassen. Also, Feindarmee vertrieben, super. Plus 3 Loyalität, hervorragend. Auch das sehr gut. Ja, wir gehen direkt hier hin. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen, also... Eure Befehle? Euer Wille geschehe. Ja, ohne das... Doch, mit dem Katapult können wir tatsächlich... 1, 2, 3, 4, 5... Ja. Wir könnten tatsächlich sogar noch einen Angriff hier riskieren. Das ist wieder so eine fast nur Artillerie-Armee. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Euer Wille geschehe. Wir werden niemals aufgeben. Eure Befehle? Es ist in meinen Augen schon fast wieder sinnvoller, hier die Truppen zu mergen, ne? Also das Fortbilden der Truppen lohnt sich für uns eigentlich kaum, weil wir hier so schnell wieder an neue Truppen rankommen können, ne? Ich denke auch, dass wir hier tatsächlich die Schlacht riskieren sollten, auch wenn das fast eine Fullstack ist. Aber der hat ja fast nur Artillerie und Fernkämpfer da drin. Mein König. Wir haben auf der anderen Seite nicht so viel Kavallerie mehr übrig. Ja, eure Befehle. Also wir können aber 1, 2, 3, 4 Truppen können wir hier zurücklassen. Wir werden niemals aufgeben. Welche sagen wir denn? Dann lauf doch wirklich hier hin und mach hier die Festung. Die Truppen ausruhen.
sollen mal versuchen, diese Befestigung einzunehmen. So, und jetzt musst du mir nur sagen, ich kann nicht angreifen mit ihm, das ist das Scheiße. Das ist nicht so gut. Aber ich kann mit dir angreifen, das reicht immer noch. Eure Befehle? Ja, mal kurz schauen. Ja, aber ich denke schon, dass wir, wenn wir ihn rushen, wir marschieren dem Untergang, dass wir ihn dann kriegen werden. Wir könnten sogar noch die Bauern mitnehmen, weil die können wir nachher wieder da reinstellen. Wie lautet euer Befehl? Und dann haben wir noch ein bisschen Kanonenfutter da. Komm, die Schlacht machen wir noch. Wir machen es so von hier aus, damit die aus der gleichen Richtung kommen. Mein König, sehen stolz in den Kampf, Herr. Okay, der will nicht. Der Depp. Eure Befehle? Natürlich. Ich sorge dafür, dass ihr euch fürchtet. Mm. Ich sorge für frische Würstchen oder was auch immer. Dann machen wir das so. Du machst dreimal Kavallerie, bitte. Und du machst dreimal Infanterie, genau. Passt doch. Hervorragend. Gut. Und dann würde ich sagen, da wir jetzt hier keine Schlacht bekommen können. Wir werden niemals aufgeben. Euer Wille geschehe. Sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Und bis dann wünsche ich dann erstmal alles Gute und sage bis zum nächsten Teil. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete. Ja, okay, gut. Ich habe gerade festgestellt, dass der letzte Part irgendwie dann doch nur, ja, wenige Minuten wären. Also ein paar und 20, ne? Wie lautet euer Befehl? Das ist ja eigentlich nicht ausreichend für so ein Let's Play-Teil von mir. Ich habe mir dann gedacht, wir versuchen doch unser Glück. Und zwar, ich sag nochmal ganz kurz, was wir so hinbekommen können. Aufteilen und ausschwärmen. Erstmal machen wir noch einen Schritt nach vorne. Wir wollen natürlich, dass diese Armee hier nicht gleich irgendwie, ja, zu einer Rebellenarmee wird. Wir werden also weitere Truppen oder einen General zumindest da reinpacken. Die Truppe hat noch genügend Bewegungsreichweite. Und jetzt pass mal auf, das ist zwar nur eine Half-Stack, ne? Aber Achtung, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nahkampfeinheiten. Und wir haben 1, 2, 3, 4 Infanterieeinheiten, demgegenüber doch aber eine ordentliche Zahl an Kavallerie. Also wir können es wirklich probieren. Das machen wir jetzt auch. Edle Feind, ihr solltet uns fürchten. Wenn der Feind euch im Kampf ihr solltet uns jetzt echt fürchten, weil ich glaube, wir werden diese Armee tatsächlich vernichten können. Das halte ich hier für nicht unrealistisch. Es könnte ein Audio-Lag geben. Die Frage ist, ob unsere Armee wirklich wieder auch zurückkommen kann, ne? Ja, wir nehmen jetzt erstmal sämtliche Kavallerieeinheiten und platzieren die mal gerade in einer ganz, ganz dünnen Aufstellung, ganz, ganz hinten. Und unsere Infanterie, dafür gilt übrigens das Gleiche. So, und die wird gleich sehr, sehr eilig nach vorne marschieren, wohingegen unsere starke, schwere Kavallerie auf der linken Flanke und unsere etwas angeschlagene, etwas leichtere Kavallerie die rechte Flanke nehmen wird. Die ist schnell genug, das werden wir schaffen. Und ich lasse sie auch direkt vorrennen. Weil was wir de facto nur schaffen müssen, ist, dass wir tatsächlich seine Artillerie aufreiben. Die Bewegungsbefehle sind gesetzt, unsere Truppen bewegen sich schnell, also wir dürften eigentlich nicht getroffen werden. Das Feuer, das er jetzt hier gerade losjagt, das ist natürlich nicht ganz ungefährlich, aber ich gehe auch mal davon aus, dass wir uns gleich außerhalb seiner Reichweite befinden werden. Sodass wir jetzt auch hier in der Überzahl sein werden, um seine Infanterie aufzureiben.
sieht gut aus. Ne, wir verfolgen die Fernkämpfer weiter. Also unsere Kavallerie hat auf jeden Fall Charges gekriegt, ne? Ah, die Bauern flüchten. Das ist interessant. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Dann müssen wir schauen, dass wir jetzt seine restlichen Fernkämpfer zum Flüchten bringen. Ah, okay. Das habt ihr wahrscheinlich gerade gesehen. Das liegt daran... Ah nee, das Ding ist kaputt gegangen. Okay, ich dachte schon, er hätte hier tatsächlich... Oh, jetzt habe ich aus Versehen hier einen Befehl gesetzt. Ne? Ich glaube, das hatte auch was damit zu tun... dass er, das war meine ursprüngliche Vermutung, dass er da nochmal einen Schuss platzieren konnte. Ne? So, die Bauern kommen jetzt auch wieder. Der feindliche General ist kein Das ist gut. Also es, ich glaube, das haben wir relativ gut geschafft. Komm, du musst schneller machen. Unsere Einheiten sind hier noch sehr behäbig. Da besteht aber jetzt in meinen Augen eigentlich keine realistische Chance, dass er hier nochmal davon kommt. Die feindliche Armee flieht. Gut. Wir müssen sie verfolgen und zur Strecke bringen. Für mich jetzt auch wieder so ein bisschen der Legitimationsgrund dann. Hier zu sagen, hier kann man dann auch mal pausieren und die verbliebenen Einheiten so aufreiben. Das hier wird relativ gefährlich. Ne? Wir müssen uns noch entscheiden, ob wir die Jungs hier einsetzen gegen die Katapulte oder vielleicht doch eher gegen die Stadtmiliz hier drüben. Ja, aber die Kalkulation ist, glaube ich, hier... Komm, komm, schneller. Da wird leider ein zu großer Teil entkommen können. Wir bleiben bitte hier stehen und lassen die Armbrustschützen da auch noch durch unsere Kavallerie hindurchlaufen. Immerhin, vielleicht erwischen wir da noch einen. Ist er umgefallen? Sieht für mich gerade so aus. Die Trivok-Artillerie versucht man natürlich noch zu kriegen. Die Stadtmiliz ist auf ein Regiment runter. Das heißt, du kannst dich hier um die Katapulte kümmern. Okay, gut, und der Rest, das ist nicht mehr relevant. Alle zivilisierten Völker werden beeindruckt sein von dem Sieg, den wir heute errungen haben. Also ich finde auch, dass das ein guter Sieg ist auf jeden Fall. Wir haben sehr wenig Truppen verloren, ne? 25 bei den Bauern, aber die sind zu vernachlässigen. De facto muss man hier auch die Tatsache anerkennen, dass diese Armee bei einer Belagerung bessere Chancen gehabt hätte, weil er aufgrund dieser riesigen Artilleriemasse einfach nur unsere Armee hätte korrumpieren können. Dann machen wir das nämlich folgendermaßen. Du gehst mal nach Thorn zurück. Wer von euch... Ah, du bist das. Du kannst nicht so weit laufen. Ne? Dann lauf du doch mal nach Thorn. Der Rest wird sich halt hier in diese Armee zurückziehen. Also ich halte das für eine gute Idee. Jetzt haben wir noch... Wir haben eigentlich keine Kohle mehr übrig, um irgendwas Sinnvolles zu verhandeln, ne? Das schmeckt mir nicht so. Kannst du in Danzig noch Truppen rekrutieren? Dann sollten wir das auch machen.
können wir später noch machen. Ja. Es ist mir eine Ehre, euch zu Also hier brauchen wir definitiv die große Regimentsstärke. Es gibt viele Differenzen. Ein polnischer Diplomat, mit dem wir nichts zu tun haben müssen. Hier kommen wir nächste Runde nach Hesselholm. Das wäre sehr schön, ne? Ich glaube, das Wichtigste haben wir gemacht. Wir haben jetzt erstmal den Grundstein für die Belagerung von Plock gelegt. Das müssten wir auch schaffen. Es ist mir eine Ehre, Herr. Ja, du kannst dir mal hier so diese Stadt da unten angucken. Morgen geht die Reise weiter. Nächste Runde auf jeden Fall zuerst mal dahin laufen, damit wir sehen, was da für eine Festungsstufe auch vorhanden ist. Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach näher! Ich sorge dafür. Wir werden niemals aufgeben. Ja, du, wir können ja mal deine Bewegung auf Lieder festsetzen. Smolensk wächst übrigens nicht mehr. Da sollten wir auch was gegen tun. Oh, nee, bitte mach den Berater sofort aus. Ja, klar, du willst einen Büchsenmacher bauen, aha. Nee, müssen wir hier gucken. Schmutz 3,5. Mhm. Schmutz kommt auf der einen Seite immer durch die Garnison zustande, aber auch durch die Anzahl der Bevölkerung, die sich in dieser Stadt befindet, aber ist okay. Wir sehen übrigens, dass unsere Städte, die ja anteilig für unsere Truppen bezahlen, alle positive Beträge erwirtschaften, ne? Das ist gut. Wie lautet euer Befehl? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja, und hier müssen wir das jetzt wirklich so machen, wie ich finde, dass wir einfach mal ganz gezielt abwarten, wie sich hier die Armee von Dänemark verhält. Also wenn er tatsächlich versucht, Narva freizuholen, dann, du bleibst mir noch sicherheitshalber hier sofort stehen, am besten irgendwie so. Wenn er tatsächlich noch versucht, Narva freizuboxen, dann ist Reval relativ offen für uns. Das wäre gut. Ich kann eine Einheit hier jetzt nicht rekrutieren, weil mir dafür der Slot hier fehlt, oder wie? Oder weil mir die Kohle fehlt. 310 Gulden, na, das kriegen wir doch noch irgendwie hin. Das kriegen wir doch noch irgendwie hin. Da müssen wir nur irgendwo ein Gebäude abbrechen, das wir nicht so dringend brauchen. Oder eine Reparatur vielleicht, die wir nicht so dringend brauchen. Ja, das brauchen wir schon. Kolm kann eigentlich warten. Kolm kann definitiv warten, finde ich schon. Dann nehmen wir nämlich hier einfach noch die Einheit mit und rekrutieren noch zwei Speerträger hier in Ahrensburg. Ich glaube, dann haben wir hier auch nochmal ein stärkeres Truppenaufkommen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und wir werden noch hier eine Miliz rekrutieren. Oder nicht? Eine Balliste geht noch hier, aber das Ballisten bringen mir eigentlich nichts. Wir meinen lieber die Fortbildung hier. Okay, ich glaube, das Wichtigste haben wir jetzt erstmal. Ja, Herr. Mit dem Heiligen Römischen Reich können wir mal gucken. Etwas zu besprechen, guter Mann? Nein, ich werde gerade nicht abgelehnt. Schade. Ja, sehr gut. Okay. Oh, was ist da passiert? Der Adelsrat möchte, dass wir Hesselholm einnehmen. Okay. Ah, nein. Nein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hochmeister Wolfgang ist jetzt der neue Anführer. Ist natürlich ungut, wenn der Hochmeister gerade so hier mitten in der Pampa rumrennt. Wir müssen mal schauen, wer ist denn unser Erbe dann? Das geht über die Listenschriftrolle, ne? Hier, Großkomtur Maximilian. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ah, Maximilian ist der in Rottner sitzt, glaube ich, ne? Oder? Ja, okay, gut. Wir werden niemals aufgeben! Unser Anführer hat eine sehr, sehr schmächtige Streitmacht hier. Kein Respekt für Gefangene. Okay. Rundenbericht schenken wir uns noch.
Panewisch wächst, bauen wir sofort aus. Unser Baubericht ist relativ schmächtig. Das ist er aber schon seit einiger Zeit. Hier seht ihr die hochqualitativen Truppen, die wir ausgebildet haben und fortgebildet haben. Okay, super. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja, mach mal ein Quick Save. Gott ist mit uns, Männer! Auf in die Schlacht! Wir verlieren 126 Mann. Und zwar ein Regiment Ordensspeerträger. Kann ich im Prinzip mit leben. Gott hat uns den Sieg gebracht. Oh ja. Diese Länder haben wir ehrlich errungen. Sieg! Ja, wir werden die Siedlung hier nur besetzen. Ja, das Heilige Römische Reich finde das halt echt mega scheiße, ne, aber... Boah, wir können hier so viele Truppen fortbilden. Wir können hier auch Truppen rekrutieren. Das machen wir auch auf jeden Fall. Mhm, aber das ist gut zu wissen. Das heißt, wir haben auch noch eine weitere Einheit frei, ne? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Natürlich. Lauf schon mal hier hin. Ah, sehr gut. Die nehme ich alle mit. Die nehme ich echt alle mit. Jetzt haben wir hier eine richtige... Jetzt haben wir hier echt einen Doomstack, ne? Mein Herr? Mein König! Vorwärts! Ja! Ja, Kapitän. Eure Befehle? Ja, komm, lass die Einheiten da drin. Und löst den Hanskopter auf. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Mut und Ehre, wir belagern die Stadt erstmal. Wir ziehen in den Krieg! Ja, mein König. Also haben wir definitiv die Möglichkeit, die Mauern sehr, sehr einfach einzunehmen, ne? Ja. Ja, das ist auch gut. Vor allen Dingen, wenn wir die Stadt direkt einnehmen. Hier ist die nächste Armee gespawnt. Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Das ist jetzt ausnahmsweise mal eine kniffligere Aufgabe. Ja! Mein König! Ja, das Reich will Danzig haben. Die sind schon auf dem Weg. Männer, marschiert! Bleib mal da stehen. Wir können Danzig definitiv offen lassen. Ja! Und wenn wir es schaffen, jetzt diese Armee hier zu vernichten, dann ist Plock gefallen. Dann müssen wir halt das nur schaffen, schnell genug wieder da zu sein, um Danzig zu entsetzen, ne? Was wir, glaube ich, schaffen werden. Wir haben ein bisschen was an Verteidigungstruppen in Danzig. Eure Befehle? Und wir können nachlegen. Wir können noch nachlegen in Danzig. Ich glaube, wir schaffen das. Wir würden das auch jetzt schaffen, wenn uns das Reich den Krieg erklären würde. Okay. So, und jetzt an der Stelle sollte ich wirklich dann Schluss machen. Jetzt wird der Part nämlich echt recht lange. Aber boah, ich sag's euch, Kinder, das macht ultimativ Laune, in so einer Situation weiterzuspielen. Oh, und ich habe ja ganz vergessen, wir haben ja hier noch so viele Truppen, die wir direkt losschicken können. Und die schicken wir alle nach Westen rüber. Also einer der Zuschauer hat auch mal gesagt, das wäre jetzt gar nicht so verkehrt gewesen, Novgorod anzugreifen, wenn man dann halt eben direkt den ganzen Osten beruhigt hat. Und so sieht es auf jeden Fall auch erstmal aus. Ja, also gut, ich meine, schaut es euch an, öffentliche Ordnung ist eigentlich ziemlich gut. Ne? Wir haben ein paar schöne Städte auch mitbekommen, auf jeden Fall. Ne? Also Novgorod, schöne Stadt, Smolensk, eine super Stadt. Wir haben gute Städte gekriegt. Und halt auch nur Städte, ne? Also gut, Susdorf Festung ist auch geschenkt, ist okay. Da habe ich die Truppen übrigens nicht abgezogen, ne? Das habe ich im letzten Part vergessen, aber gut, da müssen wir dann jetzt durch. Da schicken wir noch einen General rüber. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir Dänemark loswerden. Vielleicht in einer Feldschlacht hier. Das könnte gehen. Das könnte eine Möglichkeit sein. Kommt, Kinder, ich will mal gerade wissen, wie das aussieht, wenn wir Hesselholm angreifen.
stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. 113 Mann, ne? Wollen wir denn da Verluste? Nicht bei den Armbrustschürzen Söldnern, das ist mir wichtig. Sondern Söldner Speerträger, Burkhelm Pikeniere, preußische Bogenschützen, preußische Bogenschützen, Ordens Speerträger, Knechte. Wir haben eine Einheit Katapulte verloren, oder was? Echt jetzt? Ehre und Stärke. Ja, ich glaube, dass... Wir haben gesiegt! Naja, das Katapult zu verlieren, das tut dann halt weh, ne? Weil dann sind wir in Halmstadt nicht so stark aufgestellt. Wie eine andere Seite hat diese Siedlung erobert. Wir waren einfach viel zu schnell, ne? Dann machen wir das selbst. Im nächsten Teil. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wünsche euch alles Gute. Wir nähern uns den Siegbedingungen. 38 Regionen haben wir bereits. Das heißt 12 Regionen noch. Und mit 12 Regionen wird dieses Spiel gelaufen sein. Das erfreut mich auf jeden Fall. Es hat sich auf jeden Fall auch ausgezahlt, Thorn und Marienburg eben als Burgen zu behalten, weil die sind hier, das sind wirklich unsere Bollwerke, die nimmt so schnell keiner ein und die pumpen uns so viel Truppen raus. Das ist wahnsinnig gut. Ja, ich würde die Christusritter gerne eine Möglichkeit vielleicht sogar erstmal stehen lassen, um einfach nur dann auch mit einer starken Infanterie hier auszurücken. Und die Ritter erstmal reinnehmen, genau. Ja. Ich glaube, so machen wir es und dann rücken wir vor und holen uns Plock im Sturm. Ein Katapult reicht für Plock. Ich meine, da ist auch keine Garnison drin, keine nennenswerte zumindest. Da schießen wir die Mauern ein und rennen durch und feiern Geburtstag. Ja, gut, dann. Achso, was ich noch gucken wollte hier, diese Stadt. Moment mal. Das ist die polnische Hauptstadt. Aber natürlich, mein Herr. Ja, stimmt. Morgen geht die Reise weiter. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Meine Fresse. Eine Zitadelle, okay. Und auch ein General drin. Es wird keine leicht zu knackende Nuss, aber das schaffen wir auch. Und ich glaube, wir werden jetzt hier gleich diese polnische Armee vertreiben. Und dann Bialystok schon belagern. Ich bin nicht wegen einer Waffenruhe hier. Ja, du bist hier, weil du von mir vermöbelt werden möchtest. Das werden wir aber auch. Das lässt sich alles einrichten. Okay, ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Um die Rebellen kümmern wir uns später. Ich habe kein Problem mit den Rebellen. Ist ja im Gegensatz zu Rome, wo die stärker werden jede Runde, ne? Aber da hängen die auch von der Zufriedenheit in der Provinz ab. Das ist ja hier nicht der Fall. In diesem Spiel. Nur nochmal der wichtige Hinweis. Zufriedenheit hat nichts mit dem Auftreten von Rebellen zu tun. Sehr, sehr wichtig. Boah, Riga, 4298 Gulden pro Runde. Das ist schon sweetest hands. Zu euren Diensten. Ja, mein Herr. Wir sehen uns im nächsten Teil. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete.